Bœuf Bourguignon, der französische Klassiker, super lecker und gar nicht schwer herzustellen. Ich bin die Celia aus der La Cucina Kochschule und zeige euch heute, wie das geht. Für unser Bœuf Bourguignon brauchen wir 1 Kilo Rindfleisch, das ist jetzt aus der Schulter, ihr könntet da aber auch Hüfte nehmen. Dann brauchen wir 300 Gramm Zwiebeln, eine kleine Handvoll Petersilie, 200 Gramm Schalotten, 200 Gramm Champignons, 200 Gramm Karotten, ein paar Zweige Thymian, 3 Knoblauchzehen, natürlich etwas Salz und Pfeffer zum Würzen, dann ungefähr 300 Milliliter Rinderbrühe, 200 Milliliter Rotwein und wir benötigen noch ungefähr 2 Esslöffel Tomatenmark, 50 Gramm Frühstücksspeck in Scheiben, 3 Esslöffel Butterschmalz zum Anbraten und 3 Lorbeerblätter. Bœuf Bourguignon ist sozusagen das französische Gulasch. Jeder Koch kennt es. Es ist einfach unglaublich lecker. Ein wenig anders als unser deutsches Gulasch. Wir werden noch Champignons reinmachen, Karotten und noch ein paar andere Sachen. Und wir fangen zunächst einmal an, dass wir unser Fleisch in Würfel schneiden. Hierfür habe ich, wie gesagt, eine Schulter. Ihr könnt aber auch die Hüfte nehmen. Es sollte eigentlich nur ein Stück Fleisch sein, was ihr gut schmoren könnt, dass es nachher schön zart wird. Also ein Filet oder ein Rumpsteak wäre hier wirklich fehl am Platz. Und jetzt schneide ich mir das einfach in so gulaschgroße Stückchen. Dafür schneide ich mir erstmal Scheiben. Und die mache ich mir gleich zu Würfeln. Die Menge, die wir heute kochen, wird für ungefähr 4 Personen sein. Das ist aber auch ein Gericht, was ihr super auf Vorrat kochen könnt. Das heißt, ihr könnt da eine größere Menge machen. Es lässt sich super einfrieren und dann habt ihr immer was Leckeres zu essen zu Hause. Wir würden uns total freuen, wenn euch unsere Videos gefallen, dass ihr kostenfrei unseren Kanal abonniert und schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr für Gerichte von uns sehen möchtet. Gibt es irgendwas, was euch besonders interessiert? Habt ihr ein Lieblingsgericht von Oma, was ich mal für euch nachkochen soll? Also da würde ich mich sehr freuen, wenn ihr das in die Kommentare schreibt. So, unser Fleisch ist jetzt geschnitten. Jetzt werden wir das Ganze in einem Topf oder in einer ofenfesten Form, das heißt, wir werden das nachher nämlich im Ofen schmoren, werden wir jetzt erstmal bei hoher Hitze unser Butterschmalz warm werden lassen. Ihr könnt dann natürlich genauso ein Rapsöl oder ein Sonnenblumenöl zum Braten nehmen. Ein Olivenöl solltet ihr jetzt nicht verwenden, weil wir das Ganze wirklich einmal scharf anbraten wollen und das Ganze sonst gleich sehr rauchig werden würde. Während unser Fett jetzt gerade schmilzt, werden wir einmal uns um die Zwiebeln kümmern und die viertel ich einfach nur einmal und schneide sie in so 0,5 cm dicke Scheiben. So, unser Fett ist jetzt heiß und jetzt gebe ich unser Fleisch hier rein und brate das richtig schön von allen Seiten einmal an. So, unser Fleisch ist jetzt richtig schön scharf angebraten und jetzt hole ich das erstmal wieder aus dem Topf raus und werde gleich im selben Topf dann einmal die Zwiebeln anbraten. Und wenn ihr gleich einmal hier in den Topf schaut, seht ihr, hat sich so ein richtig schöner Belag gebildet und genau das ist das, was wir haben wollen. So, genau das hier ist nachher unser Geschmack, den wollen wir haben und jetzt geben wir hier unsere Zwiebeln rein und werden die noch einmal richtig schön anbraten. Geben jetzt auch einmal das restliche Butterschmalz dazu. Und während das Ganze hier ein bisschen vor sich hin brät, kann ich mich schon mal um den Knoblauch kümmern und werde den einfach nur in feine Streifen schneiden. So, unseren Knoblauch habe ich jetzt einfach in schöne feine Scheiben geschnitten. Und das gleiche mache ich jetzt auch mit unserem Bacon. Den werde ich mir auch einfach in Streifen schneiden. Wenn unsere Zwiebeln ein wenig Farbe bekommen haben, geben wir jetzt unseren klein geschnittenen Knoblauch und den Bacon dazu. Rühren das einmal kurz mit unter.
und geben jetzt unser Tomatenmark dazu. Das Tomatenmark lassen wir jetzt für ungefähr 1 bis 2 Minuten mit anbraten. Dadurch geht halt die Säure aus dem Tomatenmark raus und sorgt nachher für einen leckeren Geschmack. Wenn das Tomatenmark ein wenig karamellisiert ist, löschen wir das Ganze jetzt erstmal mit der Hälfte vom Rotwein ab und kratzen dabei richtig schön am Topfboden, damit sich unten der Belag löst. Wenn der Rotwein verkocht ist, das Ganze wiederholen und dabei richtig schön hier kratzen. Und die ganzen Röstaromen gehen somit in unsere Soße. Wenn der Rotwein etwas eingekocht ist, geben wir jetzt unsere Lorbeerblätter dazu, geben unsere Rinderbrühe dazu und unser Fleisch kommt wieder rein. So, das Ganze würzen wir jetzt schon mal mit Salz und Pfeffer. Und geben jetzt auch den Thymian mit rein. Unser Bœuf Bourguignon darf jetzt abgedeckt bei 160 Grad für ungefähr 1,5 Stunden im Ofen schmoren. Nach diesen 1,5 Stunden werden wir dann den Deckel wegnehmen und unsere restlichen Zutaten dazu tun. Und ich schiebe das jetzt einmal kurz in den Ofen, dann schnibbeln wir noch unser Gemüse. Und dann trinke ich, glaube ich, erstmal 1,5 Stunden Käffchen. Dann sehen wir uns wieder. So, dann kümmern wir uns jetzt noch mal kurz um das Gemüse. Also, die Champignons, die viertel ich einfach. Warum ich das jetzt nicht direkt mit dazu gebe, ist einfach, wenn unser Gemüse nachher ja, für gute 2 Stunden schmort, dann ist es einfach sehr, sehr weich. Ne? Und wir wollen, dass das Ganze noch ein bisschen knackig bleibt. Und nachher wird das ja dann noch mal mit dem Gemüse für eine gute Dreiviertelstunde bei 180 Grad in den Ofen gehen. Und das reicht dann vollkommen aus. So, unsere Schalotten halbieren wir nur einmal. Karotten halbieren wir uns einmal und dann noch einmal halbieren. Also so, dass wir schöne große Stückchen haben. Unser Bœuf Bourguignon war jetzt gute 1,5 Stunden bei 160 Grad im Ofen. Jetzt schauen wir mal nach, wie das Ganze aussieht. Also es riecht schon mal super lecker. Vielleicht wollt ihr mal in den Topf schauen. Das Ganze ist richtig schön verbunden. Und jetzt geben wir unsere restlichen Zutaten rein. Das heißt, wir geben unsere Karotten rein, unsere Schalotten und die Champignons. Das Ganze rühren wir jetzt einmal gut durch und lassen das Ganze jetzt nochmal für eine gute Dreiviertelstunde bei 180 Grad schmoren, aber diesmal ohne Deckel. So, unser Bœuf Bourguignon ist jetzt aus dem Ofen. Das war ja jetzt nochmal eine gute Dreiviertelstunde ohne Deckel bei 180 Grad drinne. Und wenn ihr das riechen könntet, es riecht so köstlich. Ich finde, für mich ist immer das Bœuf Bourguignon das etwas edlere Gulasch, sage ich immer mal so. Die Französen wissen halt, was sie machen. Ich probiere jetzt das Ganze nochmal, um zu sehen, ob ich vielleicht noch ein bisschen Salz oder Pfeffer dazu machen muss. Ein bisschen Salz fehlt noch und dann richten wir an. Heute ist der Rami an meiner Seite zum Probieren. Rami, ich habe heute Bœuf Bourguignon gemacht. Oh, musstest lecker. Du das auch in deiner Ausbildung kochen? Ja, so klassisch französisch war mir bei mir nicht, aber ich kenne es auf jeden Fall. Ist aber ein toller, toller Klassiker und ich liebe es. Genau, ich sage immer, das ist das edlere Gulasch. Ja, ja, das stimmt, das stimmt. So, Vorsicht, das ist bestimmt noch heiß. Oh, das Fleisch zerfällt richtig schön. Oh, braucht man gar kein Messer. Mhm. Oh, es ist so lecker. Mhm. Weil ich finde wahnsinnig. Ja, ich finde immer wirklich.
Gegensatz zum deutschen Gulasch halt wirklich die Pilze, die Karotten, die Schalotten. Das macht wirklich nochmal die Soße irgendwie geiler. Das gibt einfach richtig leckeren Geschmack mit rein. Und ich liebe es. Ich nehme den Teller gleich einfach mit und genieße mein Mittagessen. Sehr schön. Super. Also wirklich lecker. Probiert's mal aus. Das ist auch so ein Gericht, was ihr gut auf Vorrat machen könnt und einfrieren könnt. Habt ihr immer was da. Von daher, genau, dazu würde ich jetzt vielleicht so ein paar Röstkartoffeln essen oder ein bisschen... Leckere Bratkartoffeln, aber auch zu einem Gulasch einfach klassisch. Immer ein schönes Kartoffelpüree. Ja. Finde ich halt auch eine schöne Soße, Fleisch. Ja. Das Gemüse ist mit drin, das kann man immer so gut weglöffeln. Oder Pommes auch, ne? Oh, wird ja auch sehr oft gegessen dazu, ne? Von daher. Pommes frites, genau. Wenn euch das Video gefallen hat, würden wir uns natürlich total freuen, wenn ihr kostenfrei unseren Kanal abonniert. Und vergesst auch nicht, die Glocke zu klingeln, damit ihr keins unserer Videos mehr verpasst. Und folgt uns gerne auf Instagram und Facebook. Wir sehen uns nächste Woche wieder und freuen uns auf euch. Tschüss! Tschüss!